Moin und hallo, herzlich willkommen zurück zu Chivalry Medieval Warfare. Wir sind jetzt hier auf dieser einen Wüstenmap, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie heißt, auf jeden Fall mit Team Deathmatch. Ja, Victory for the Order, deine Mutter. Ich laufe mit dem Speer rum, wie man sieht. Und Connor ist wie immer Vanguard. Wie passt immer. Ich gebe ihm mal Unterstützungsfeuer. Ich glaube, ich muss wahrscheinlich auch mal wieder irgendwas zu leveln. Wird gehadet. Ich spiel doch lieber mit Bogen. Und ich spiel mit Armus. Ich versuche mein Bestes. Bogenschützen, nee, das hier. Botkin-Pfeile. Auch wenn ich irgendwie die Weitkopfbolzen sinnvoller finde gegen schwere Panzerungen, aber gut. So eine Sache, Botkin-Spitzen. Ich hab den Vorteil immer noch nicht verstanden, weil man tötet mit Breitkopfspitzen eigentlich alles mit zwei Schild. Ne, warte mal, das Botkin oder Breitkopf? Die gegen Schwere waren die besseren. Die Botkin sind gegen Schwere. Ja, die Schweren finde ich eigentlich besser, ja, so. Die eigentlich die sinnvollen sind. Weil die anderen einfach null Sinn machen. Ja, danke. Und das war's dann mit meinem Lampe-Faust-Test. Ich sollte vielleicht nicht so einen offensiven Archer spielen, wo bin ich? Ja, suchen wir es vielleicht mal mit meinen Arms, vielleicht komme ich damit mal mehr klar. Aus dem Weg! Alter, ich spawne Headshot! Beziehungsweise Instant Down, seit wann wird man von einem Bogen gewone-hitted? Den treffe ich nicht so ganz. Ehrlich gesagt treffe ich gerade gar nicht so ganz. Ich switche gerade lustig durch die Gegend. Und versuche ich jetzt mal mit dem Wurfspeer, vielleicht komme ich damit zurecht. Der ist auch gar nicht so schlecht eigentlich. Alter. Warum eigentlich die Gegner in unseren Spawn? Warum bekämpfen sich da schon wieder zwei gegenseitig? Weil die alle behindert sind. Aha. Irgendwie treffen gerade hauptsächlich Teammates. Ja, genau. Der Vanguard schlägt an mir vorbei und trifft erstmal einen Archer von uns, also einen anderen. Und dann schlägt er nochmal, während ich die Deckung oben habe, und er headshottet mich einfach. Beziehungsweise. Schlägt halt kurz. Ach komm, ich versuch's erstmal wirklich weiter mit dem Wurfspeer. Vielleicht werde ich ja noch was. Alter, jetzt habe ich die Schnauze voll. Oder jetzt ich spiel mal wieder normal Bogen. Und wieso müssen die Spawn campen? Natürlich, Swinger ist, werden noch nicht in diesen Tagen sterben, aber der leider schon. Dass jede Schusswaffe eine andere Steuerung hat. Ja, das ist ein bisschen doof. Ich meine, warum genau jetzt beim Armbrust-Rechtsklick-Pfeil wieder wegnehmen ist, während es beim Bogen ranzoomen ist, wobei es diese Tasten bei dem jeweils anderen auch auf genau derselben zweiten Taste gibt. Verstehe ich einfach nicht. Ja, gerade mal Archer bei den Gegnern am Spawn. Lol, da ist ein Archer bei den Gegnern am Spawn-Dach. Wieso
Wieso kann ich denn diesen Schildschlag nicht mehr ausführen? Das will er einfach nicht. Was wenn der gerade happens during the war? Achso. Ey. Langanhaltende Aerocam, muss ich schon sagen. Ja, schießt genau gegen den Schild auf den Rücken. Aua. Wo das jetzt nicht getroffen war, weiß ich auch nicht. Ah. Die kommen gerade von links. Beziehungsweise mehr. Na gut, einer. Ich dachte, da wären noch ein paar nachgekommen. Ich hab gelernt, den Bogenschützen eher als Supporter als zu verstehen. Ist er etwas anderes gewesen? Nö. Aber am Anfang hat es mich noch gestört, weniger Kills zu machen, ganz am Anfang. Achso. Boah, der Archer will mich doch verarschen. Der will mich doch verarschen! Okay, ich bin wieder Vanguard. Aber dann spielen wir mal eine andere Waffe. Und ich folge dem Archer über die halbe Map, ja? Dann kommen irgendwann drei Leute auf ihn zu. Ach, wir haben gar keine Resources mehr, das ist ja super. Ach, schon nicht mehr, oh, super. Ja, das war ja mal eine Bullshit-Runde. Jupp. Und irgendwie, nee, Tickets sind gleich. Seltsam. Seltsam, seltsam. Können wir nur noch warten, dass unser Team verreckt. Zwei Leute leben noch. Nur wo sind die? Jetzt lebt noch einer. Hast du ihn gefunden? Ah, nee, doch nicht. Hä, wo ist der bitte? Hier hinten? Connor, hast du ihn gefunden? Connor? Der tötet da gerade noch Leute. Ah, da. Renn doch nicht weggehen, fight. Kämpfe, los! Fight, bitch, fight! Ah, jetzt kommen mal Gegner auf ihn zu. Jetzt rennt er wieder in die andere Richtung. Ja, Noob. Und bam. Oh Mann. Das kann nichts werden. Sag ich ja. Aber immerhin, er hat länger überlebt als so manch anderer letzte Überlebende. Jo. Also wie gesagt, Bullshit-Runde und bis zum nächsten Mal, ne? Ciao. Tschüss.